So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play. The Witcher 3 Wild Hunt. Okay. Das Dilemma mit den Zwergendokumenten. Die nächste Quest, die wir hier ausführen. Das ist eine Stufe 2 Quest. Deswegen habe ich die gewählt. Damit wir, ja, das so schnell wie möglich hinter uns haben. Ich glaube nicht, dass da jetzt da irgendwie was Aufregendes passieren wird. Was anderes würde mich überraschen. So, es ist nicht so weit jetzt weg. Schauen wir uns ein bisschen hier um. Genießt wieder mal die Atmosphäre hier. In der schönen Stadt Novigrad. Vor langer Zeit habe ich ja, ja. Die habe ich auch schon, die Leviten, gelesen, gell? Du Wichser. Immer nur das Böse in den Menschen sehen. Auch wenn er ein Hexer ist. Egal. So. Bin gespannt, wo ich da hin muss. Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, um was da geht. Er will halt Dokumente wieder zurückhaben und sein Haus wurde abgebrannt. Am Ende dieser Brücke. Kann das sein? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Aber es ist gleich da auf jeden Fall. Tralali und tralala. So. Machen wir mal Hackers. Ah, okay. Wieder sowas. Na, dann gehen wir mal der Fährte hinterher. Illegaler Zwergenschnaps. Nichts stinkt schlimmer. Da ist die Flasche. Hier wurde Mux angegriffen. So, neue Quest, Asile. Was? Okay. Moment. Achso, da. Okay, wir müssen mal meditieren, bitte. So, dass es Abend ist. 23 Uhr, bitte. Damit wir diesen roten Schleier da sehen. Nämlich das im Hellen, das ist so schlimm. Wirklich. So, jetzt drücken wir mal. Na, da sieht man ihn ein bisschen. Da sieht man ihn ein bisschen besser, als wenn es hell ist. Ich warne dich. Ja, warn mich nur. Ich warne dich eher. Da. Das Reh kommt genau auf mich zu. Hier oder was? Nein? Lang lebe Raduvid. Lang lebe er, ja. Achso, das geht noch weiter nach hinten. Da ist auch was. Okay. So, hier geht's weiter. Das hätte ich mir jetzt nicht erwartet, dass jetzt da die Quest sich so abspielt. Das hätte ich mir nicht gedacht. Ich hätte mir gedacht, dass ich irgendwo in ein Haus gehen muss und einfach nur etwas rausholen muss. Und das war's auch schon. So, Mausibär, du hast anscheinend was für mich. Entweder du gibst mir's oder du stirbst. Her mit den Dokumenten, Dieb. Ein Dieb? Ich? Ich hab sie ehrlich beim Kartenspiel gewonnen. Das sieht Mux anders. Er sagt, er sei ausgeraubt worden. Er hat verloren. Er wollte die Papiere zurück. Und als ich mich weigerte, schlug er mir eine Flasche über die Rübe. Ich hab's nur knapp überlebt. Na, spielst du mir auf jeden Fall nicht um sie. Wie viel willst du dafür haben? Nix da. Her damit. Gib mir die Papiere, das musst du. Stimmt, natürlich. Na dann. So. Dann schauen wir mal, ob er wirklich gespielt hat oder nicht. Zumindest habe ich mal seine Papiere hier. Gehen wir einfach da entlang. Wir könnten jetzt eigentlich... Na, es ist eh nicht so weit, um Gottes Willen. Das können wir ja laufen bis zu ihm. Brauchen wir jetzt plötzlich nicht. Der soll halt schön brav im Gras stehen bleiben und sich voll fressen. Ich mag Plätze. Aber jetzt müssen wir mal schauen, ob der Zwerg lügt. Wenn ja, dann wieder ein ziemliches Problem mit Geralt kriegen. So, grüß dich. Nun?
Ich habe den Dieb gefunden, der deine Dokumente genommen hat. Nicht zu glauben. Auf geht's. Du kannst ihn festhalten, während ich mir wiederhole, was mir gehört. Langsam. Der Mann sagt, dass er dich nicht angegriffen hat, sondern dass du beim Kartenspiel verloren hast. Doch, der vorlaute Sack. Tja, Lügen haben kurze Beine und laufen nicht weit, wie meine Tante Rosalie zu sagen pflegte. Die Dokumente gehören meinem Arbeitgeber, die Besitzurkunde eines Stadthauses in Wengerberg. Und wahrhaftig, ich hatte getrunken und habe mich gehen lassen und sie beim Kartenspiel verjubelt. Und dann hast du dem Sieger eins mit einer Flasche übergezogen. Was hätte ich denn machen sollen? Er wollte sie nicht mehr rausrücken. Der Halunk hat eine Waffe gezogen, da bin ich geflüchtet. Aber ohne die Urkunde kann ich mich daheim nicht blicken lassen. Hier, jetzt her mit den Mäusen. Natürlich, ich gebe dir, was ich noch habe. Was anderes käme nicht in Frage. Na gut, er hat uns wenigstens die Wahrheit gesagt. Das ist schon mal was. So, wir sind fertig mit der Quest. Erfahrungspunkte 5. Oi. Und 20 Kronen hat er uns gegeben, na wenigstens was. Sodali und Sodala, wir machen gleich weiter mit der nächsten Quest. Also wir gehen einmal hin. Ui, jetzt kann ich mich natürlich entscheiden, Freiwilliger oder die Hexen. Den Hexenauftrag. Ein flüchtiger Dieb. Ah, ich weiß nicht. Eins von beiden können wir jetzt machen. Aber ich habe euch ja versprochen. Der Freiwilliger. Den machen wir jetzt. Schauen wir mal, wie weit das weg ist. Ziemlich weit weg. Uiuiuiuiui. Tja, schauen wir mal, ob wir da an irgendeinen Schnellreiseposten vorbeikommen. Dann können wir uns ein bisschen die Augen aufhalten. Und der da? Schnellreiseposten wäre nicht schlecht jetzt. Nämlich 900 Fuß oder Meter oder was auch immer das gerechnet wird, möchte ich jetzt nicht, ehrlich gesagt, laufen. Aber wir können mal schnell in die Taverne da reinschauen. Falls ich den Eingang finde. Ich glaube hier. So. Red noch mal kurz mit dir. Gäste. Willkommen bei Zu den Sieben Katzen, der glücklichsten Taverne in der Stadt. Wie man so sagt, sogar die Kater nach unserem Wein bringen Glück. Was gibt es heute im Menü? Was gibt es heute im Menü? Ah, okay, gut. Gut, du willst keine Schwerter von mir kaufen? Was für ein Wunder. Aber das möchtest du alles haben. Bitteschön, nimm es dir. Ich bin froh, wenn ich es loswerde. Schade, dass du keine Schwerter kaufst. Du hast ziemlich viel Geld. Unglaublich. Schade, wirklich. Schade. Aber ist egal. Wir kommen noch bei einem Händler vorbei. Bis bald. Jetzt habe ich aber Appetit. Macht's das gut? Trinken wir. Es wird schon Abend. Moment mal. Wo war denn da jetzt die Tür? Okay, ganz langsam und ruhig. Irgendwo muss da doch einen Schnellreiseposten geben. Wir müssen da auf jeden Fall mal entlang. Deinesgleichen steckt einen an. Also ich sehe da keinen einzigen. Also nicht mal auf der Karte. Na gut. Dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Plötze, wo bist du? Jo, genau. Gehen wir da ein bisschen weiter vor. Leute! Komm her jetzt! Und rauf mit dir! Weiter so, Plätze! Und los! Bring mich zu einem Schnellreiseposten hier bitte! Und es kommt schon wieder Wetter! Uiuiui! Moment. Hier haben wir einen. Schauen wir mal auf die Karte, wo das jetzt ist. Da unten. Da oben ist auch eine Quest. Die müssten wir dann auch mal anschauen. Aber ist egal. Wir machen jetzt einmal die nächste hier. Wir machen eine Schnellreise hier hin und gehen jetzt einmal einfach zu Fuß mal dorthin.
Ja, der Ladebildschirm. So immer, der Ladebildschirm. So, in die Richtung müssen wir. Lang lebe Radovid. Lang lebe Radovid, genau, ja. Da haben wir einen irgendwie nicht auch. So, gibt's da nicht irgendwo einen Händler oder irgend so etwas, wo ich meine ganzen Sachen verkaufen kann? Hier gibt's einen Rüstungsschmied. Ah, wir sind in Oxford, sehe ich gerade. Das trifft sich auch gut, nämlich der Typ hat ja auch eine Rüstung gehabt. Lang lebe, etc. Lang lebe, etc. etc. Genau, ja. Hallo noch einmal. Hast du einen interessanten Auftrag für mich? Schauen wir mal. So. Lass mal sehen, was du anzubieten hast. Mal schauen, du hast ja eine Rüstung gehabt. Du hast jetzt mehrere Rüstungen, sehe ich da. So, Stiefel. Uh. 15. 12. Okay, Moment. Langsam Herzfehler. 21. 23. 13. Was haben wir hier? Ein Höschen. Plus 1 jeweils. Okay. Das sind beides leichte Rüstungen. Ich nehme jetzt aber die hier. Die möchte ich haben. So. Dann nehme ich die natürlich mit 23. So. Handschuhe hast du auch gehabt für mich. Da sind die besser. Okay. Und jetzt noch Stiefel. 12, 12. Wie viel hast du? Auch 12. Okay. Dann nehmen wir auch die, nämlich die sind auch blau. Nicht genügend Münzen. Ja, okay, gut. Damit kann ich auch leben. Bis dann. Wir tun dich einmal anziehen und dann verkaufen wir ihm alles und dann kaufe ich es mir halt. So geht's auch. Sodali und Sodala. Yes. Yes. Okay, gepasst. Ich glaube, das haben wir. Du kannst eigentlich den ganzen Plunder jetzt da haben. Was ist denn das? Der kleine in zur Herstellung von Ausrüstung, Gegenständen. Ah, Zeichenidentität. Haltbarkeit der Gegenstände. 40% der Haltbarkeit der Gegenstände. Ah, da oben links ist eine Rune. Chancen auf Betäubung. Rein damit. Ich glaube, das war's. Den Rest kannst du eigentlich alles haben. Und dann kaufen wir uns noch die Stiefel. Ja. Lass mal sehen, was du anziehst. Jo. So, kannst alles haben. Alles unnötig. Ich will nur noch deine Stiefel haben. Mehr will ich gar nicht. Und wie viel Geld der hat. Okay. So, die Stiefel. Da wollten wir die haben. Perfekt. So. Dann machen wir gleich Handwerk und reparieren. Und dann hauen wir rein. So. Wiedersehen. Bis dann. Stiefel ausrüsten. Zeig her. Sehr schön. Ja, jetzt schaust du schon mal episch aus. Und die verkaufe ich dir auch gleich. Was? Und weg damit. So, das war's. Und auf Wiedersehen. Bis dann. So, wir gehen jetzt nur mal dorthin. Ich weiß nicht, warum er mir den Weg da zeigt, obwohl der gelbe Pfeil runter zeigt, aber ist egal. Er wird schon wissen. Vielleicht muss ich da irgendwie rundum mal umgehen. Auf jeden Fall haben wir jetzt wieder ein
Eine neue Schnellreise hier freigeschalten, ist auch gut. Und ich entferne mich, anstatt dass ich mich nähere. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt wirklich richtig ist. Schau dich in der Umgebung um. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich jetzt richtig ist. Würde mich jetzt interessieren, wo mich der Weg dort wirklich hinführt. Komm her mal. Ich hoffe, er leitet mich richtig. Okay, wieder neuer Schnellreiseposten. Okay, und der will, dass ich da querfeld einlaufe. Soll ich das jetzt wirklich machen? Davor. Ja, da gibt's jetzt keinen Weg. Jetzt muss ich halt durch den Sumpf, Alter. Versteckter Schatz, okay. Na, immer weiter, Blödsinn. Immer weiter. Auch wenn ein Baum vor dir ist. Bleib einfach durch. So, hier sind wir richtig. Hier sind wir richtig. Ich entferne mich ein bisschen. Und das beginnen wir dann im nächsten Part. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Lasst ein Like da. Ein Comment wäre immer gut. Ja, macht's was gut. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler.